Ja, da sind wir wieder und weiter geht's. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Funkturm. Da oben irgendwo. Ah, da. Ja, haben gerade ein bisschen rumgepumpt mit unserer alten Crew. Die sind auf dem Weg, Sam zu suchen und diesen ominösen Matthias. Und ja. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Halte leer, um zu springen, mache ich gleich. Ganz kurz nochmal auf die Karte gucken. Hier sind wir also. Den haben wir mittlerweile gefunden. Naja, es gibt ja auch noch einen Rückweg, hoffe ich. Schließen. Ich will jetzt mal ein bisschen die Story weitertreiben. Ich habe da jetzt Bock drauf. Da wir ja eine Autoreisefunktion haben oder eine Schnellreisefunktion, können wir immer noch in so ziemlich jeden Winkel dieser Insel zurückkehren und uns die ganzen Secrets holen. Yippie! Oh! Bitte! Das muss alles nicht sein! Oh. Hallo! So, mein Freund, du kriegst es mit Bogen. Mist. Komm. Kopf hoch. Muhahaha. Wieder ein bisschen Ruhe hier reinbringen. Schalling, Schalling. Kann ich hier auch meine Fackel anzünden? Jawohl. An der Pennerheizung geht das auch. Oh, eine Kiste. Zack. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich auch nicht, Erzählein, aber das Mut, das Mut. Ein Schrittchen langsamer, wollte ich sagen. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia, meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr.
Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut! Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf dich. Ja. Super, da haben wir wieder ein paar Videos geguckt, einiges erfahren. Der gute Roth hat wohl was am Laufen, hier mit der, ich habe den Namen vergessen. Und wir haben festgestellt, Whitman ist immer noch ein Arschloch. Den haben wir mit Sicherheit auch noch nicht das letzte Mal gesehen. Ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl. Weil uns fesseln sie und knebeln sie und schlagen sie und ihn lassen sie da einfach stehen. Nie im Leben. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm. Hier wieder Ente süß-sauer. Jo, aber wirklich was draufstehen oder so versteckt, vielleicht hier drin. Steht da jetzt auch nicht. Na, dreht das mal in die andere Richtung. Ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es nicht überall irgendwelche Geheimnisse zu entdecken. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur zu blöd dafür. Kann auch sein. Okidoki, so. Haben wir Fähigkeitspunkte? Nö, haben wir nicht. 180 Ausrüstung ist auch nicht gerade viel. Ratten. Mistviecher. So, hier. Gab's hier was? Na. Gab's hier was in dem LKW? Ah. Okay.
Verwahrungsgut in der Ratte. Alles klar. So, hier haben wir noch Munition. Ist voll. Und da steht noch ein Pflänzlein. Oder? Och, kommt schon. So, und jetzt leise. Wir haben doch eben Leute gehört. Oh, 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 oh. Was war da? Drückt? Achso, wegen der Fackel. Alles klar. So, keine Ahnung, ob wir einen haben. Auch keine Ahnung, ob das alles Feinde waren. Aber sicher ist sicher. Langsam, Lara. Da haben wir noch jemanden. Nicht bewegen. Okay. Sieht clean aus. Ich weiß nicht. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Okay. Da haben wir schön im Ninja-Style hier aufgeräumt. Hier nicht noch jemand? Hm. Ach, da liegt er. Geht sie nur automatisch in Deckung? Oh, oh, oh. Nicht so viel rede, liegt das daran, weil ich hören will, ob irgendwo noch irgendwelche Leute quatschen. Also sorry. Aha. So was meine ich.
doch ganz oben, glaube ich. Ja. Die Luft ist rein erstmal. So, hier sind wir da. Ja, ein Glück, dass wir den ausgeschaltet haben. Das sieht. Oh, 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 oh. Das wird schwer. Die stehen direkt nebeneinander. Ah. Waffenmodifizierung verfügbar. Okay. Ich würde aber gerne noch da oben, da war noch irgendwo jemand, bevor ich den nächsten wieder in die Arme laufe, würde ich den gerne noch abchecken gehen. Geprägt im späten 17. Jahrhundert. Könnte aus vielen der alten Wracks auf der Insel stammen. Ja, 2 von 2 Münzen, immerhin. Okay, aber auch hier... entdecke ich jetzt nichts Außergewöhnliches. Und Lara auch nicht. Okay. Alles klar. Wo ist der Typ hin? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe hier oben die Bewegung gesehen gehabt, als wir eben die Treppe raufgeschlichen sind. Aber jetzt ist alles ruhig. Okay. Dann. Hopp. Ich traue dem Frieden einfach nicht. Es tut mir leid, aber ich, auch wenn ich jetzt ein bisschen übervorsichtig daherkomme. Hä? Achso. Blöde Kameraeinstellung einfach nur. So, Pfeile sind voll. Da oben ist der Turm. Oh. Dankeschön. Okay, wie kommen wir jetzt von hier darüber? Okay, wir müssen da wohl irgendwie hoch. Ja, das hier sieht doch prädestiniert dafür aus. Wo ist die Sau? Außer ein bisschen pixeligen Stacheldraht haben wir nichts gesehen.
Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Wahrscheinlich, Lara, weil wir sind hier in Japan. So, Munition ist auch voll, also die für die für das Schießgewehr. Es ist eiskalt. Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Okay, okay. No escape. Das klingt allerdings nicht so, als ob dieser Matthias überhaupt von der Insel verschwinden will. Also das war jetzt schon ein bisschen zu offensichtlich. Hier geht's ja nicht lang, oder? Nö. So, wo sind denn die Jungs, die sich hier eben unterhalten haben? Vorsicht, Vorsicht! Es ist voller Benzin! Echt? Wofür brauchen Sie das? Generator vermutlich. So, wie zum Teufel kriegen wir es die Treppe rauf? Gute Frage. Wir lassen es erstmal stehen. Hilfe, schnell! Ich habe nur Benzin gehört, das musste jetzt sein, sorry. Schuld, wenn ihr solche Schlüsselwörter fallen lasst. Ich hätte es auch dezent im Bogen gemacht. Ja, aber scheint funktioniert zu haben. Hat schön gerumst. Ich freue mich. Was haben wir hier? Außer Ratten. Ah, wieder eine Schüssel Erfahrungspunkte. Was aufstemmen. Und komm, 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 komm schon, jawohl. So, guck mal kurz weg, ich muss mal. Ah, alles klar, kann weitergehen. Hallo. Haben wir mal die Party gesprengt. So, Munition haben wir voll. Gehen wir mal hier oben weiter gucken.
Oh! Nette Überraschung, aber gebracht hat es dir trotzdem nichts. Hier geht's nicht lang. Mal gucken, was der Junge dabei hat. Oh, Bergungsgut, welche Überraschung. Bleib doch erstmal da oben sitzen, damit ich mich umgucken kann. Na gut, dann spring doch sofort rein, damit ich mich danach umgucken kann. So, no one leaves. Ja, alter Hut kennen wir. Oh, hier können wir gleich wieder Lampen werfen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir die da durchwerfen. Da oben durch das Gitter. Wir gucken erstmal, was sollen wir denn überhaupt treffen da hinten. Guckt uns da jemand an? Nee. Oh Mann. Jetzt. Nein, bleib sitzen. Ach. Ja. Ich würde gerne erstmal zurückgucken, ob ich da nicht vielleicht was vergessen habe in dem Raum. Außer die Lampen. So, das ist die Lampe. Da ist eine Lampe. Und hier gibt es auch nichts. Naja, okay, dann. Dann bin ich auch bereit, in den nächsten Raum zu klettern. Hups. Überlebensinstinkt der Kuh. Nö. Ist kein Notfall. Und oh, ja, komm schon. Es gibt keinen Ausweg, Outsider. Komm, ab, da rein und da rein. Wehr dich nicht! Wo bist du her? Das kann ich dir sagen, wo ich hin will. Ich will nur diese hübsche kleine Lampe hier aufheben. Und ich denke mal, dass da jetzt Gas einströmt und das wird ein lustiges kleines Feuerwerk. Ich sollte die natürlich auch werfen. Ich glaube, ich hatte recht. Nice. Ja, hast du mir noch was zu sagen? Beende es. Bitte. Bitte, töte mich einfach. Fahr zur Hölle. So langsam wird die Kleine ganz schön hart. Okay, dann... Tschüss, ne? Und danke für die Waffe. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Die Achsenmächte, okay.
Ja, gibt's hier sonst noch was? No one leaves, no one leaves. Ja, ja, ja. Was haben wir hier noch? Ach, ein Geocache. Jetzt, Licht an! Oh! Das war ja eine super Aktion mit dem Typ gerade. Hat er dem die Brandmunition direkt selbst in den Rücken geschossen? Spitze. So, war es hier ein Schnellspeicherspunk? Spunkt? Genau. Ich weiß es nicht. Nach vorne. Eine halbe Stunde rum und so, ne? Neues Lager entdeckt. Kartenraum. Jawoll. Du Scheiße! Ich bin verletzt! Das Zeichen hat mich verwirrt auf da. Was er da über dem Kopf hatte. Naja. Aber ich denke... Ja, nimm erstmal auf. Ich denke, ich habe was entdeckt. Oder meinen die hier? Vater Messias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Nein, dem gesunden Menschenverstand, Schätzchen. Poster klebt. Ach so, okay. Da steht nichts hinter, die sollen wir einfach nur verbrennen. Aber wo soll denn jetzt das Lager sein? Also doch da lang, okay. Dann können wir da auch den Break machen. Hier, mach mal aus, Mädel. Los. Gut. Na komm, komm, dahinter können wir uns ausruhen. Jawoll. Mut. Ne? Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut, wenn ihr
kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay, das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Oh. Ja, super. Erfahrungspunkte bekommen, Checkpoint. Auch so viel haben wir ja gar nicht überzogen. 6 Minuten. Aber das passt schon. Wir sehen uns später wieder und tschüssen.